Moin! Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap Version 1.8. Wir wollen endlich mal die Tomatenproduktion, die Tomatenzucht hier in Gang bringen. Dafür haben wir jetzt Saatgut und Flüssigdünger schon zur Tomatenzucht gebracht. Wasser haben wir vorher schon aufgefüllt. Das mache ich ja sozusagen immer offline. Nein, die Gründe dazu habe ich euch ja schon mehrfach erklärt, warum ich das mache. Und ja, jetzt brauchen wir noch Leerpaletten. Ich weiß nicht, ob wir auch Kartonpaletten da brauchen. Nee, Leerpaletten brauchen wir da. Und hier sind kaum Paletten. Warum sind hier keine Paletten? Warum produziert die nicht? Weil hier keine Holzpaletten sind. Das ist sehr schade. Muss ich jetzt hier erstmal Holzpaletten herholen? So, hab ich gar nicht gesehen. Vielleicht hätte ich da mal drauf achten sollen. Ja, astrein hingestellt hier, ne? Astrein. Wirklich nachgedacht, Friesen, Junge. Super nachgedacht. Voll dagegen gebrettert. Kein Wunder mit Bretterpaletten. So. Und holen wir nochmal eine Ladung, würde ich sagen. Sonst nicht weitergehen. Vielleicht noch keine ganze Ladung, aber vielleicht schon mal zwei Stück noch. Ah, es sind sogar schon drei fertig. Na, das ist doch cool. Hier erstmal 11 Holzpaletten hingebracht. Das heißt, hier soll wohl jetzt erstmal genug. Soll wohl jetzt genug produziert werden.
aus. So. Okay, sehr schön. So, das heißt, die produziert. Dürften dann auch schon gleich fast die ersten verschwinden. Das ist soweit safe. Aber da brauchen wir noch gar keinen UL. Felder kaufen. Felder wollen wir kaufen. Haha. Und zwar. So, was haben wir denn nicht? Hafer haben wir nicht. Wir unten auf der Insel und links und oben. Das ist am dichtesten an der. Unserem Ding ans Feld, ne? An unserer Haferflockenfabrik. Suchen. Ja. Naja. Will ich, aber. Kaufen. Dann holen wir uns doch das. Auch gleich. Ja, zwei neue Felder gekauft, die auch ganz schön, ja, was heißt groß? Groß sind sie eigentlich gar nicht. Ja, doch, also im Vergleich so zu Feld 20 natürlich schon, aber naja, egal. Die müssen wir jetzt erstmal düngen. Irgendwo habe ich noch ein Fahrzeug mit dem Düngerstreuer dran. Umstehen. Der ist leer. Aha, okay, schön. Da. Den machen wir noch mal eben voll. Gefüllt, könnte man sagen. Jetzt muss ich nur noch mal eben gucken, wer da am besten hinkommt. Okay. Ja. Komposter vorbei. Dann kriegen wir auf jeden Fall mal schön Hafer für die nächste Erntesaison. Für die Haferflockenfabrik. Wir können uns dann hier um die weiteren Produktionen kümmern, dass da alles im grünen Bereich ist. Wie gesagt, ich werde nicht mehr viel einlagern. Ich hoffe, dass mit der 1.9 dann die neuen Lagerskripte verbaut werden. Hier aus. Okay. Kompost ist voll. Kann ich eigentlich auch mal die Kapazität. Könnte Dani da auch mal erhöhen. Ne? Das ist glaube ich 300.000. Und nochmal 500.000 von mir aus hin. Als Capacity. So. Welche Felder haben wir? 21 und 22. Thank you.
Kurve. Den Düngelkurs, den speichere ich ja nie ab. Einfach ganzer Kreis, was auch immer das heißt. Ach so. Ja, sonst kann man sich jetzt hier ansehen, ne? Macht er sogar. Und so, er stürzt jetzt nicht ab, das wäre ärgerlich. So. Am ersten Wegpunkt. Ja. Wunderbar. Er sieht aus. So, perfekt. Das ist doch perfekt. Mehr wollen wir ja erstmal gar nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Boah, wollen wir mal einsteigen? Okay, da hätten wir... Hätten wir genug Paletten? Da haben wir nicht genug Holz. Ich glaube ja immer noch, fest davon überzeugt, dass das Ding da oben... Dass hier einen viel höheren Verbrauch hat als unten dabei. Ich mich denn jetzt in Verfahren? Mann, Mann, Mann. Einmal nicht aufgepasst. Jetzt können wir die Zeit auch wieder runterstellen. Die letzten beiden Paletten hier noch eben ab.
So, das läuft. Hier holen wir mal die Hackschnitzel weg. Können wir mal hier in die Hackschnitzel-Silo bringen. Kurs einfahren zur Zellstofffabrik. So, meine Damen und Herren, meine lieben Zuschauer. Es ist schon wieder soweit. Die Folge ist vorbei. Ja, ihr wisst ja, Like, Kommentar, Abo, freut mich. Wenn ihr wieder einschaltet, freut es mich auch. Kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meiner Homepage vorbei. Ja. Schaltet vor allem morgen wieder rein. Das ist das Allerwichtigste. Morgen, Mittwoch, gibt es wieder eine Folge. Donnerstag ist Himmelfahrt. Da gibt es sogar zwei Folgen hier. Let's Play LS17. Und, ja. In diesem Sinne versuche ich jetzt hier erstmal rückwärts ranzufahren und nicht ganz so doof dazustehen und hier mal Hackschnitzel abzuholen, und ich sage dann auch in diesem Sinne mal ciao.